Wir zeigen euch gleich das Spiel Räuber Raupe von drei Magier. Hallo, mein Name ist Nils. Hi, ich heiße Stefan. Und ich bin wieder dabei, Noel. Die Räuberraupen sind los. Auf Kommando versuchen alle Spieler gleichzeitig ihre Karten nach Form oder Farbe auf den Ablagestapel in der Mitte zu legen. Wer wird zuerst alle seine Karten los? Eine beliebige Raupenkarte liegt als Ablagestapel in der Mitte. Dabei gibt Form oder Farbe des Blattes vor, welche Raupe als nächstes abgelegt werden muss. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Formen, zackig, gerade und rund, sowie drei unterschiedliche Farben, grün, rot und gelb. Jeder Spieler erhält noch eine Schmetterlingkarte und eine Wechselkarte. Schmetterlinge können als Joker auf jeder beliebigen Raupenkarte abgelegt werden. Bestimmte Raupen haben einen blauen Himmel im Hintergrund. Wer eine solche Raupe passend auf den Ablagestapel legt, ändert das Ablegen der Raupenkarten von Form nach Farbe oder umgekehrt. Dieser Spieler muss dabei den Wechsel mit Form oder Farbe ansagen. Wird eine Raupenkarte mit einer Blattlaus ausgespielt, muss der Spieler, der die darauffolgende Karte ablegt, beim Ausspielen seiner Karte Laus rufen. Die restlichen Karten werden an die Spieler gleichmäßig verteilt. Der jüngste Spieler darf bestimmen, ob die Raupenkarten nach Form oder Farbe abgelegt werden. Farbe! Falsch! Die Raupe hätte eine zackige Form haben müssen. Jetzt bekommst du drei Karten von mir. Okay, jetzt geht's mit Form weiter. Du hättest laut Laus rufen müssen. Jetzt bekommst du wieder drei Karten von mir. Ich bin ziemlich schnell. Stopp, Nils. War das nicht die falsche Raupe? Nein, wir spielen wieder Form. Gezacktes Blatt, gezackte Raupe. Du bekommst jetzt drei Karten von mir. Schade. Gewonnen! Ich habe alle meine Raupenkarten als erster abgelegt. Tschüss!